19. April 2023. Herr Präsident, Herr Putin, am vergangenen Sonntag feierte die orthodoxe Kirche die Auferstehung Jesu, den die Staatsgewalt 3 Tage zuvor hat quälen und kreuzigen lassen, um ihn tot zu machen und zur Abschreckung für das Volk, das sich so sehr nach Freiheit und Selbstbestimmung sehnte. Den Wegbegleitern Jesu wurde gesagt, er lebt, macht in seinem Sinne weiter. Am vergangenen Montag ließen sie Wladimir Karamursa, der ihren Krieg gegen die Ukraine verurteilte und den sie heimlich vergiften lassen wollten, willkürlich, zu 25 Jahren Straflager verurteilen. Wladimir Karamursa wird die strenge Lagerhaft wohl kaum überleben. Tot machen. Zur Abschreckung. Pontius Pilatus, Wladimir Putin. Jesus wusste, dass es gefährlich werden könnte. Er blieb. Selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wladimir Karamursa sagte nach seiner Verurteilung, 25 Jahre sind die höchste Punktzahl, die ich dafür bekommen konnte, was ich getan habe, woran ich als Bürger, als Patriot, als Politiker glaube. Russland wird frei sein. Ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem sich die Finsternis über unserem Land auflöst, wenn Schwarz wieder als Schwarz bezeichnet wird und Weiß wieder als Weiß, wenn der Krieg als Krieg bezeichnet wird und wenn diejenigen, die zu diesem Krieg aufgehetzt haben und ihn auslösten, als Verbrecher bezeichnet werden und nicht diejenigen, die versucht haben, den Krieg zu stoppen. Mit kaum noch erwartungs- und hoffnungsvollen Grüßen, dennoch. Jürgen Stauffert, Pfarrer an der Evangelischen Christuskirche Erlenbach.